Musik bewegt auch und besonders in den Liedern der schwarzen Amerikaner. Die meisten Menschen glauben, die Musik der schwarzen Amerikaner besteht nur aus Jazz, Gospels und Spirituals. Doch das stimmt keinesfalls. Es gibt noch die Jubilees. Das sind Volkslieder mit religiösem Text. Wir haben für Sie eines der bekanntesten ausgewählt. Der Text lautet: Wenn die Heiligen hereinkommen, möchte ich auch dabei sein und daran teilhaben. In englischer Sprache klingt das noch viel einfacher. When the Saints go marching in. Der amerikanische Jazz-Trompeter Louis Armstrong hat diesen eigentlich sehr einfachen Lied zu Weltruhm verholfen. Als kleinen Scherz möchten wir zeigen, wie dieses Lied von verschiedenen Komponisten aus aller Epochen wohl komponiert worden wäre. Zunächst als altenglisches Madrigal aus dem 16. Jahrhundert. Unter der leichten Feder von Wolfgang Amadeus Mozart hätte sich wahrscheinlich ein ganz anderes Bild ergeben. Ludwig van Beethoven hätte es wohl sehr schicksalshaft komponiert. Let's say.
Johann Strauss wäre sicherlich zu einem Wiener Walzer inspiriert worden. Aber das lassen wir besser. Die großen, berühmten Hollywood-Filmmusikkomponisten hätten wahrscheinlich ein fulminantes Hollywood-Thema daraus gemacht. Auch die berühmten Pop-, Rock- und Schlagerstars der 60er und 70er Jahre hätten diesem Lied ihren Stempel aufgedrückt. Mit Paul McCartney und den Beatles hätte es vielleicht so geklungen. Doch nun zurück zu den Wurzeln. In der Urform ist dieses Stück sicherlich ein amerikanischer Marsch mit Trompeten, Posaunen und Trommeln. Und so sollte er auch klingen.